Leute, heute wollte ich euch mal wieder ein kleines Bastelvideo zeigen. Ist mir letztens so gekommen, wie ich wieder beim Wäscheaufhängen war, ist mir aufgefallen, dass ich so viel kaputte Wäscheklammern habe oder wie man in Bayern auch sagt, Klopperl. Und ja, die wollte ich nicht wegschmeißen und habe überlegt, was könnte ich vielleicht noch daraus machen. Und dann ist mir gekommen, habe die dann auseinandergenommen einfach. Die alten. Habe einfach hier nur die Federn genommen und da ist mir eingefallen, ah, man könnte sich ja aus den Wäscheklammern, Federn ein Armband basteln. Darauf achten müsst ihr leider nur, wenn ihr euch so ein Armband machen wollt, dass ihr immer die gleichen Wäscheklammern habt, weil es gibt mit einer längeren Feder, kleineren Feder, dicker und sonst sieht es am Schluss nicht mehr so schön aus. Also die haben ein paar verschiedene Federn. Ich habe jetzt so eine genommen. Einfach, sieht man ja auch hier. Und ja, was braucht man dafür? Fast gar nichts. Eventuell noch eine Zange, wenn die bisschen hier zu weit auseinandergebogen sind. Sonst gar nichts. Und dann können wir mit dem Armband eigentlich auch schon mal beginnen. Wir gehen einfach nur her. Wusch, wusch. Tun es auf beiden Seiten einhaken und wir haben schon mal den Anfang. Und das macht man halt einfach so lang, bis man ja die gewünschte Länge erreicht hat, die man haben will. So. Ich habe mir natürlich schon ein paar abgezählt, dass ich die Länge ungefähr habe, die ich haben möchte für mein Armband. Ja, das nehmen wir am Schluss. So, na, hängen wir das hinten ein. Machen wir das hier gleich so. So, jetzt haben wir es gleich. Ich habe jetzt 10 Stück, also sieht so aus. Braucht man sich dann einfach nur, ja, um die Hand wickeln oder auch und dann einfach einhaken. Da braucht man eventuell Hilfe, weil allein ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber ja, so ist das Armband schon fertig. Ich finde, es hat einen coolen Style-Faktor. Meinungen sind ja verschieden. Wenn man möchte, könnte man vielleicht die Seiten auch noch mit Paracord umwickeln. Das ist jedem selbst überlassen, aber ja, ich finde das eine coole Aktion. Eventuell könnte man es auch, wie man sagt, so aus Schlüsselanhänger nehmen. Dann geht man halt einfach, ja, wie man sagt, einfach nur her, zwickt. Ja. Sich die hier diese zwei Dinger einfach nur ab. Sehr knapp habe ich jetzt na, nicht so geschafft, wie ich das gerade wollte. Ist ja jetzt auch gerade egal. Und ja, fädelt sich halt dann auch einfach hier nur na, so ein Schlüsselring durch. Muss man halt schauen, was man für eine Dicke hat vom Schlüsselring und so hat man sich auch schon so eine Art Schlüsselanhänger gemacht. Kann man ja auch variieren, die Länge, wie man das möchte. Unten kann man sich auch noch einen hintun oder so einen Schlüsselring mit einem Karabinerhaken, dann kann man sich's wohin hängen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und ciao, bis bald.